Oh, Schlacht, 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 Schlacht. Das ist auch mein Problem, weswegen ich sage, also ich habe Runden, ich habe das intensiver gespielt. Ich habe Runden, wo ich gedacht habe, geil, ich habe es endlich raus, ich habe verstanden, wie es ist, ich habe 5, 6 Kills gemacht. Und dann fahre ich die nächste Runde und bin One-Shot. Steigt nochmal ein und bin nochmal One-Shot. Fangen wir mit der Helena an, oder? Schützen suchen nach Zielen in der Luft und auf dem Wasser. Also. Das ist jetzt der Arcade-Modus, deswegen habe ich hier auch die Marke an. Du hast Sekundär, du hast. Primärwaffen und du hast Flak. Guckt, wo meine Maus ist. Durch das hier sage ich meinen Sekundärs und meinen Flak momentan. Schießt auf Flugzeuge und Schiffe. Ich kann aber auch selbst die Sekundär übernehmen. Jetzt schieße ich mir das Sekundär. Nummer 4. Jetzt habe ich die Sekundärs. Oder ich kann sagen, ich möchte die Flak spielen. Dann habe ich die Flak. Oh, das sind alles leichte Kreuze, ich bin so hackschisch. Kommt runter, kommt runter, kommt runter. Das sind meine Schüsse, die sind zu kurz. Weil ich in die Kurve gehe. Das Kränken ist implementiert. Also, wenn ein Kreuzer bei 68 km/h halt in die Kurve geht, dann krankt der, also kränkt der halt. Schon wieder zu kurz. Gibt's doch nicht. Ja toll, jetzt haben sie ihn umvisiert. Fuck. Die schießen sich langsam auf mich ein. Viel zu weit, viel zu weit, viel zu weit. Autsch, Autsch. Komm, dreh dich. Okay, jetzt haben wir irgendwas bei dem Ding erwischt. Okay, schieß mal wieder mit HE. Aua. Aua. Der Meinung kann ich mich sozusagen. Oh, Scheiße, da drüben ist ja nochmal was. Oh, fuck. Kann ich mich anschließen. Ich finde es auch in Anführungszeichen hübscher. Von den Spielmechaniken her. Wow, wieso treffen die mich noch? Von der Spielmechanik her würde ich World of Warships bevorzugen. Sucht euch mal jemand anders aus. Okay, wir gehen auf HE. Auf. Wo?
Ich blick nicht, wo die Kugeln hingehen. Das ist wieder so, da brauche ich wieder 3-4 Runden eigentlich, um reinzukommen. Oh, Munitionsexplosion. Das war ein One-Shot. Zum Beispiel. Das war ein One-Shot, ich kann aber nicht sagen, warum ich ihn One-geschottet habe. Sind meine Mumpel? Ach der Kacke. Viel zu weit oben. Also grafisch finde ich es detailreicher, hübscher. Ich meine, da steht Besatzung rum, wenn du hinguckst. Da. Da ist Besatzung. Jedes Kanönchen, was irgendwie verbaut ist, schießt. Komm schon. Nein, das war ich. Die Secondaries haben auf den nicht geschossen. Ich schieße gerade mit AP-Munition. Also ich habe einen Durchschlag gehabt. Leveler, einen schönen Abend. Na, fuck it. Wieso gehen die Kugeln dahin, wenn ich da nie hingezielt habe? Das ist mein Manko, was ich meine. Das Feedback, also. Was eigentlich ansonsten im Flug oder bei Panzern sehr gut umgesetzt ist, die intuitive Steuerung und das Verständnis, warum passiert etwas, fehlt mir bei Schiffen. Viel zu kurz. Ja, ich weiß, aber trotz allem muss man doch irgendwann mal ein Gespür dafür bekommen und ich bekomm's nicht. Also ohne diese grünen Pseudohelfer würde ich nicht wissen, wo meine Mumpeln runtergehen. Eben. Okay, der hat wehgetan. Aber ich schaffe keinen Munitionstreffer damit. Ah, zu weit vorne, zu weit vorne. Und ich finde es halt schade, dass ich im Prinzip auch, wenn das jetzt mir mehr Spaß macht als die Boote, ich bin eigentlich beim Kämpfen immer in dieser Ansicht gefangen. Also ich habe von der schönen Grafik eigentlich nichts. Ja, das Problem ist, dass andere mit der Spielmechanik zurechtkommen und wenn die besser sind, mich one-shotten. Also es gibt Leute, die wissen, wie sie schießen müssen, um mich zu one-shotten. Und das ist halt... Hier mal wieder HE. Oh, Kacke. Das nächste Problem, die Torpedowarnzeit. Nicht vorhanden. Ja. Wir sind aber so gut wie Hackschisch.
Wo? Oh, da. Können wir gleich reden, wenn wir gleich Panzer fahren. Dominik wird ja dann, wenn sie noch da ist, dabei sein. Oh Kacke, da ist ein Torpedoboot, da ist ein Torpedoboot. Da sind Torpedos. Mach das Torpedo-Ding da weg. Nein, nicht als, warte, X2 da. Ich treffe ihn nicht. Komm schon, Natter. Der hat seinen Spaß, ich nicht. Du wirst gleich sehen, warum. Ja, andere Spieler. Oh, mal so rum, damit ich euch die Sicht nicht verbaue. Weil wie gesagt, grafisch wunderbar, auch von den Game-Modis haben sie sich mittlerweile was ein. Also das Ziel hier sind eigentlich diese Frachter. Ja, vielleicht wenn man sich reinfuchst. Wie gesagt, ich gebe es immer wieder eine Chance. Ich hoffe, ich suche halt immer noch nach dem, was könnten sie besser machen. Das Patrouillenboot könnte ich eventuell töten, oder? Das Patrouillenboot könnte man eventuell... Und Motorboot, Motorboot. Ach, wir haben gewonnen. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was und warum ich es gemacht habe. Ich habe es gemacht, aber mir fehlt auf der einen Seite das Feedback, was ich besser. Also ich brauche auch niemanden, der mir es erklärt. Nicht falsch verstehen. Mir fehlt einfach das Gespür dafür, zu sagen, okay, ich hätte jetzt dies oder jenes machen müssen, so wie ich es bei Panzer oder Flieger mittlerweile habe. Wo ich weiß, okay, ich bin gerade gestorben, weil ich Mememe gemacht habe.